habe ich eure uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Dass ihr dieses Video ganz anschaut, ist so wichtig, dass ich kurz mit dieser Szene eure Aufmerksamkeit erwecken musste. Die Petition zur Legalisierung von Cannabis kann man jetzt auch endlich online unterzeichnen. Damit dieses Video hier nicht einfach nur ein einfacher Aufruf dazu ist, die Petition zu unterschreiben, möchte ich in diesem Video analysieren, wie viel Petitionen überhaupt bringen und interessante Beispiele aufzählen, wo Petitionen besonders viel oder besonders wenig gebracht haben. Wenn ich morgen eine Petition starten würde, die fordert, dass neue Ups die Pannenshow-Folgen produziert werden, würde das bei 100.000 Unterschriften dazu führen, dass neue Folgen produziert werden? Im Jahr 2002 wurde die Serie Family Guy nach der dritten Staffel abgesetzt, doch die Fans ließen das nicht auf sich sitzen und starteten eine Petition, die die Fortführung der Serie forderte. Diese erreichte mehr als 100.000 Unterschriften. Diese Unterschriften brachte den Sender Fox zum Nachdenken und die Serie wurde weiter produziert. Nicht! Die Petition war erfolglos. Erst hohe Einschaltquoten für Wiederholungen und 2,2 Millionen verkaufte DVDs der Serien überzeugten Fox, die Serie wieder einzuführen. Damn, warum fangen wir hier direkt mit so einem Downer an? Könnte man nicht vielleicht argumentieren, dass die Petition irgendwie ein bisschen zu dem Ganzen beigetragen hat? Nein. Ach so. Doch vielleicht macht einem eine andere Family Guy Petition Story mehr Hoffnung. Im Jahr 2013 starb in einer Folge der Hund Brian Griffin. Eine Petition zur Wiederbelebung seiner Figur erreichte weit über 100.000 Unterschriften. Und schließlich wurde seine Figur auch wiederbelebt. Doch leider war das scheinbar von Anfang an geplant und somit war die Petition auch hier sinnlos. Das waren jetzt Beispiele für Petitionen, die zwar nichts gebracht haben, aber wo deren Ziel trotzdem umgesetzt wurde. Leider gibt es noch mehr Petitionen, die trotz hoher Unterstützung ihr Ziel nicht im geringsten umsetzen konnten. Markus Lanz ist trotz 230.000 Unterschriften noch immer Moderator bei öffentlich-rechtlichen Sendungen. Trotz 30.000 Unterschriften entschloss sich die US-Regierung überraschenderweise gegen den Bau eines Todessterns. 3 Millionen Unterschriften gegen TTIP beeindruckten die Regierungen wenig. 1,8 Millionen Unterschriften konnten nicht verhindern, dass Donald Trump die Briten besucht. Selbst 4,1 Millionen Unterschriften führten in Großbritannien nicht zu einer zweiten Brexit-Abstimmung. So ist das scheinbar bei allen Petitionen mit vielen Unterschriften in Großbritannien gelaufen. Eine Analyse zeigt, dass keine der 10 erfolgreichsten Petitionen in England Erfolg hatten. Klingt widersprüchlich, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Doch wie sieht es mit Top-Petitionen in Deutschland aus? Auf einem Wikipedia-Eintrag kann man sich alle Petitionen mit mehr als 50.000 Unterschriften anschauen. Die Zahl der nicht verwirklichten Petitionen ist auch hier groß. Ich habe nicht mitbekommen, dass die Besteuerung von Diesel und Benzin halbiert wurde, dass es ein Gesetz, welches das Ausnutzen von Praktikanten verhindert, gibt, dass die GEMA-Vermutung abgeschafft wurde, dass es keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt. Wobei man schon sagen muss, dass viele Petitionen in der Liste zu hoch gepokert haben, wie die, die nach einem bedingungslosen Grundeinkommen gefordert haben. Da ging es mit Sicherheit so oder so nur um Publicity für das Thema. In Deutschland sieht die Situation allerdings ein bisschen besser als in England aus. Hier sind einige Dinge, die laut meinen Recherchen aus Top-Petitionen in Deutschland gesetzlich verwirklicht wurden. Es gibt inzwischen ein Gesetz zur Netzneutralität, Pläne von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen zur Einführung einer Rentenversicherungspflicht für Selbstständige wurde nicht umgesetzt. Ihr seht also, dass die Wünsche einiger dieser Top-Petitionen in Erfüllung gingen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, inwiefern das die Schuld der Petitionen ist. Eine dieser Top-Petitionen war zum Beispiel eine Petition gegen ein befürchtetes Verkaufsverbot von Heilpflanzen. Lustigerweise war so ein Verbot nie geplant. Ich glaube, ich mache demnächst mal eine Petition, die das befürchtete Verbot von Stelzen verhindern soll. Ein Lichtblick scheint hier ein Artikel von openpetition.org zu geben. Openpetition.org gibt an, dass 51,7% von kommunalen Petitionen erfolgreich sind und immerhin 5,8% von deutschlandweiten Petitionen. Ein Erfolg ist für openpetition, wenn ein Dialog zwischen Sender und Empfänger zustande kommt, unabhängig davon, ob die Forderungen der Petition wirklich umgesetzt werden? Euer Ernst? Das sind eure Standards für erfolgreiche Petitionen? Ich bin ein besorgter Bürger und habe ein wichtiges Anliegen. Ich bin Politiker und ich habe deine Idee gehört. Oh, cool! Yes! Yes! Tch,
Change.org ist mit den Kriterien einer erfolgreichen Petition auch nicht viel strenger. Von mehreren hunderten Petitionen pro Tag sind 9,6 pro Tag erfolgreich. Erfolg ist hier, wenn der Petent am Ende der Petition auf den erfolgreich abgeschlossen Button klickt. Und natürlich klicken dann nicht nur Leute drauf, dessen Forderungen wirklich umgesetzt wurden. Wenn man aber auf change.org/victories geht, werden da erstaunlich viele Petitionen aufgelistet, bei denen die Petitionsforderungen tatsächlich erfüllt wurden. Der Artikel Erfolgreiche Petitionen des vergangenen Jahres von der Bundestagswebseite vom Jahr 2015 klingt ebenfalls sehr hoffnungsvoll. Auch hier sind die Auflistungen sehr mau. Ein Anti-Doping-Gesetz wurde scheinbar dank einer Petition umgesetzt. Ein türkischer Abgeordneter wurde wegen einer Petition aus dem Untersuchungshaft befreit. Der Ausbau der Bahnstrecke Löhne-Hameln-Elze konnte verhindert werden. Und dafür danke ich Allah noch jeden Tag. Stellt euch nur mal vor, wie unser Leben heute aussehen würde, wenn wir die Strecke Löhne-Hameln-Elze wirklich ausgebaut hätten. Hier eine akkurate Computersimulation davon. Viel mehr nennt die Seite aber nicht, obwohl da jährlich mehr als 15.000 Petitionen eingehen. Warum werden da nur so wenige Beispiele genannt, wenn der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags meist ein Drittel aller Vorgänge als erfolgreich deklariert? Hier ist wohl auch eine bloße Stellungnahme von Politikern oder das Zusenden von Infomaterial als Erfolg gewertet. Ein Blogpost von 2011 des Statistiker-Blogs schreibt, dass nur 0,6% der Petitionen mit der Bitte um Erwägung, sogar nur 0,0%, was 6 Petitionen entspricht, mit der Aufforderung zur Berücksichtigung an die Regierung geleitet werden. Weitere 0,3% gehen an die Fraktionen. Im Jahr 2016 wurden 5 Petitionsanliegen tatsächlich realisiert. Immerhin. Vor allem bei Online-Petitionen ist das Problem, dass die Schwelle, eine Petition zu unterschreiben oder zu starten, viel geringer ist und dann viele unsinnige Petitionen mit viel Unterzeichnungen den Wert von Petitionen reduzieren. Aber ich finde, das kann man schon in Kauf nehmen, wenn man bedenkt, wie witzig manche Petitionen sind. The petition to shut down change.org. The petition to save America from aliens. The petition to ban the word moist. The petition to change Donald Trump's name. Und zwar zu Donald Stupid. Mein Lieblingsbeispiel für eine erfolgreiche Petition ist die Kratom-Petition. Diese Petition konnte ein Kratom-Verbot in den USA, welches von der DEA gefordert wurde, verhindern. Um keine nennenswerte umgesetzte Petition auszulassen, bat ich euch auf Facebook nach Input. Ihr seid auch ziemlich optimistisch. Die überwältigende Mehrheit ist der Meinung, dass Petitionen was bringen. Auf die Anfrage nach erfolgreichen Petitionen nanntet ihr mir folgende Beispiele. Die abgeschobene Schülerin Biffsi konnte dank einer Petition wieder nach Deutschland zurückkehren. Die Forderungen der Cannabis als Medizin-Petition wurden dieses Jahr zumindest teilweise umgesetzt. Leider konntet ihr mir auch weniger Positivbeispiele zeigen als erhofft. Und auch bei den Positivbeispielen war die Petition nur zum Teil für den Erfolg verantwortlich. Und genau das ist der springende Punkt. In den seltensten Fällen können einzelne politische Aktionen oder einzelne Personen Änderungen bewirken. Nie wird man in Geschichtsbüchern Dinge lesen wie eine Friedensdemonstration von Studenten in Glonn bei Ebersberg am 7. Januar 2018 sorgte für den Weltfrieden. Petition gegen Merkel führt zur Ablegung ihres Kanzleramts. Danny Klose legalisiert im Alleingang Heroin. Es kommt auf die Summe der Aktionen an, darauf nie nachzugeben und immer Druck auszuüben. Vor allem, wenn die Petition die 50.000 Unterschriften knackt, gibt es der Legalisierungsdebatte ordentlich Munition. Denn bei mehr als 50.000 Unterschriften berät der Petitionsausschuss des Bundestags das Thema öffentlich und gibt dann eine Empfehlung an die Bundesregierung ab. Hier gibt es zwei Szenarien. Erste Variante, der Petitionsausschuss erachtet die Legalisierung für sinnvoll und gibt eine Empfehlung an die Bundesregierung ab. Es wird dann mit Sicherheit nicht leicht für die Regierung, die Ablehnung der Empfehlung zu begründen. Die zweite Variante wäre, dass der Petitionsausschuss selbst sich in der öffentlichen Anhörung gegen eine Legalisierung ausspricht. In jedem Fall wird sich irgendwer bei der Verteidigung der jetzigen Drogengesetze blamieren. Dann können ich und andere Legalisierungsbefürworter uns drüber lustig machen, wie schlecht die Argumente der Legalisierungsgegner sind, um noch mehr Menschen von der Legalisierung zu überzeugen. Ich brenne schon so richtig lange darauf, mal wieder ein neues CDU-Zerstörungsvideo zu machen. Die Cannabis-Legalisierungspetition wird nicht so viel bringen, wie es sich manche wünschen. Aber sie bringt genug, dass sie jeder einzelne von euch unterschreiben sollte.
Jeder von euch hat kurz die paar Minuten Zeit, die es braucht, diese Petition auszufüllen. Meine Videos bekommen zurzeit so zwischen 50 und 100.000 Aufrufe. Wenn jeder Einzelne, der das Video schaut, die Petition unterschreibt und die Petition auf allen sozialen Netzwerken teilt, dann erreichen wir locker über 190.000 Unterschriften und somit wäre das die Petition mit den meisten Unterstützern, die je an den Petitionsausschuss ging. Das sollte definitiv reichen, um ordentlich Aufmerksamkeit zu erregen und dass das Thema nochmal durch alle Medien geht. Fun Fact, die Petition mit den bisher meisten Unterschriften ist wie die jetzige Cannabis-Petition auch vom DHV. Einmal halt vom Deutschen Handverband und einmal vom Deutschen Hebammenverband. Dass diese Hebammenpetition auch zu denen gehört, die auch wirklich etwas erreicht hat, sollte euch motivieren mitzuhelfen, diesen Petitionsrekord zu brechen. Die Legalisierungspetition ist jetzt schon bei weitem die führende Petition von... Alter, fick dich, du fucking... Die Legalisierungspetition ist jetzt schon bei weitem die führende Petition von allen derzeit laufenden Petitionen auf der offiziellen Petitionsseite des Deutschen Bundestags. Friss das, Petition 74032, wir haben dich sowas von abgehängt. Aber Simon, ich will sowas nicht unterschreiben, weil der Staat weiß dann, dass ich was mit dem Thema Drogen zu tun habe. Solche Ausreden lasse ich nicht gelten. Wenn du ernsthaft glaubst, dass die Unterzeichnung einer Petition, welche auch mehrere tausend andere Menschen unterschreiben, irgendwelche negative Konsequenzen für dich haben könnte, konsumierst du eindeutig zu viel Weed und wurdest dann auch schon paranoid. Unterschreibe die Petition sofort und nehme dir nicht vor, das später irgendwann zu tun. Ihr ganzen Druffis vergesst das sowieso dann wieder. Und nein, Petitionen haben auch keine Altersbeschränkung. Ihr könnt alle unterschreiben. Aber Simon, ich bin überhaupt gar nicht für eine Legalisierung. Wie zum Teufel bist du auf dieses Video gestoßen, wenn du nicht für eine Legalisierung bist? Ich habe in der Videobeschreibung eine Playlist von Videos, die deine Meinung ändern wird. Schau sie dir an und unterschreib dann. Wenn ihr nicht unterschreibt, was unterscheidet euch dann noch von Hitler?